Also für diese Migranten, da haben wir vollstes Verständnis. Wir sind ja selber Migranten. Ja, seit wir in Rente sind, sind wir bloß noch unterwegs. Wir haben uns ja extra dieses Wohnmobil gekauft, weil wir lieben diese Freiheit, diese Ungebundenheit, fremde Länder, fremde Sitten, einfach toll. Und deshalb sind wir auch gegen dieses Corona, wir haben sogar extra gegen dieses Corona demonstriert, weil das nimmt uns die Freiheit und beschränkt unsere Migrationsbestrebungen. Dieses Jahr zum Beispiel wollten wir nach Sardinien, ja, keine Chance, Corona. Dann haben wir gesagt, dann gehen wir halt nach Deutschland. In Deutschland in Urlaub, Ostsee, irgendein anderer See, weil meine Frau badet doch so gern. Ja, hallo, alles ausgebucht. Obwohl erschwerte Bedingungen beim Camping, ja? Also wenn du zur Rezeption gehst, wenn du in den Laden gehst, wenn du in den Waschraum gehst, alles nur mit Maske. Obwohl ich gesehen habe, dass manch einer beim Zähneputzen die Maske abgenommen hat. Dann haben wir schließlich doch nur einen Platz gekriegt, eine Woche Altmühlsee, weil viele wegen schlechtem Wetter abgesagt haben. Weil bei schlechtem Wetter, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich weiß noch, letztes Jahr, diese Familie mit den drei Kindern da in dem Iglu-Zelt, tagelang Regen, also die haben uns schon leid. Und wir sind da nicht so, ja, wir haben uns... Unsere Reste vom Mittagessen haben wir dann unter der Plane durchgeschoben. Und ich tät auch mit drei Kindern nicht so in Urlaub fahren. Weil gerade jetzt bei Corona musst du gut ausgerüstet sein. Wir haben natürlich ein Klo in unserem Wohnmobil, eine Dusche, eine Satellitenschüssel, E-Bike sowieso hinten drin. Aber wir haben auch noch den Rasenmäher, damit unsere Gartenzwerge besser zur Geltung kommen. Und jetzt, weil es doch so schlecht Wetter war, jetzt habe ich meiner Frau auch noch ein Bad eingebaut. Ja, und zwar, gut, es ist jetzt kein See, aber ich habe noch einen Großbildschirm mit eingebaut und da kann sie jetzt wählen zwischen Lago Maggiore, Chiemsee, Côte d'Azur, Copacabana, was sie will, ja. Okay, eine Sache ist ein bisschen schwierig. Wir müssen den Motor laufen lassen, weil wenn ich vorne noch die Sportschau angucke und die Spülmaschine läuft, dann langt der Strom nicht ganz. Weil eins ist wichtig. Fremde Länder, fremde Sitten, alles recht und gut. Aber wenn du entspannt Urlaub machen willst, dann sollte halt alles möglichst genau so sein wie daheim.